Zum ersten Mal heißt es in der Marienstadt, Jefa tanzt. Zur Situation in Jefa stellt Alex, Chef vom La Vie, fest. Ja, halt ein bisschen Veränderung in Jefa. Wir haben halt erfahren und mitbekommen, dass viele, viele Jahre hier nichts passiert ist. Und deswegen haben wir uns halt einfach dazu entschlossen, in Jefa ein bisschen Bewegung zu schaffen, um auch ein bisschen mehr Lebensfreude, ein bisschen mehr Spaß in Jefa zu schaffen. Berichte ein wenig zur Vorgeschichte von La Vie. Ja, das La Vie ist ja altbekannt durch das ehemalige Queen's Pub in Jefa und stand jetzt, wie gesagt, 4,5 Jahre leer. Wir haben eigentlich uns dazu entschlossen, eine Gastronomie aufzumachen, wo man halt viele Dinge abdecken kann. Wer sorgt hier für die gute Stimmung? Heute Abend Ex-Coordinator Benjamin Boyce, dann haben wir den DJ Quicksilver und Dune. Das ist Benjamin Boyce von Ex-Coordinator und das Management Freibeuter Show Office aus Brühl. Alexander dankt den vielen Sponsoren, die diese Aktion unterstützt haben. Denn ohne sie wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen. Wie lange werden die Gäste voraussichtlich durchhalten? Also wir haben vorausgesetzt ca. 3 bis 4 Uhr. Also ich denke eher 4 Uhr und anschließend eine Aftershow-Party im La Vie. Mein Name ist Alexander. I asked my sweetheart, what lies ahead?
Geht's euch gut? Ja! Ihr seid so scheiße leise heute. Haben wir den Kreis geschlossen? Auf der Stelle treten! Und nochmal rückwärts! Beide Hunde an den Schultern, dann passiert nichts. Auf der Stelle treten, vorwärts, auf geht es! Und weiter geht's im normalen Schritt. Und weiter geht's im normalen Schritt. Beugen uns langsam nach vorne. Rechter Arm zwischen den Beinen nach hinten. Wir greifen die Hand des Vordermanns vor der Frau. Wo sind meine kleinen Elefanten? Jetzt geht's rund. Mann, sieht das gut aus! Können wieder hochkommen, alles ist schön. Lücken schließen, bitte. Kameramann verlässt das Areal gegen Mitternacht. Der Besucheransturm ebbt noch lange nicht ab, sodass von einem bombastischen Erfolg auszugehen ist.